Ich bin Kai Sauer und arbeite als Lichtoperator, Programmierer und Designer. Ich hatte heute 18 P9 zur Verfügung, konnte damit ein paar coole Looks bauen, die hier hinten im Rig hängen und auf dem Boden geständert sind. The Beep Factory ist ein Kollektiv bestehend aus Jakob Link, Andy Weichseldorfer und mir. Und wir drei sind als Lichtdesigner, Operator und Programmierer tätig. Einfach weil wir alle drei denselben Anspruch und die Leidenschaft für Lichtdesign empfinden. Unser Anspruch ist definitiv die perfekte Show. Licht basiert auf Kontrasten. Ein Design entsteht auch hauptsächlich einfach nur durch eine Kombination aus verschiedenen Inspirationen. Ich wurde heute von JB eingeladen, um den neuen P9 zu testen, zu erkunden, was damit möglich ist. Also wir haben den P9 heute hauptsächlich im Gegenlicht verwendet, weil das in der Showlichtanwendung die spektakulärste Anwendung ist. Der Vorteil der neuen Cases der P9 ist auf jeden Fall, dass zwei Geräte kompakt im Lademaß transportiert werden können. Der P9 ist für seinen Funktionsumfang recht kompakt und kann problemlos von einer Person aufgehängt oder aufgestellt werden. Scheinwerfer ohne Griffe sind definitiv nicht so ergonomisch. High CI und CDO sind für mich in einem modernen Moving Light nicht mehr wegzudenken. Vor allem, wenn es halt ein Hybrid-Scheinwerfer ist, der multifunktional eingesetzt werden kann. Der P9 hat eine Zoom-Range von 3,4 Grad bis zu 54 Grad. Ein Beam, der schon sehr nah an herkömmliche klassische Beamlights rankommt. Der P9 hat 15.000 Lumen. 15.000 Lumen ist sehr hell, wenn man reinschaut. Habe ich vorher selbst erlebt. Die Produktfamilie P9, P12, P18 deckt die verschiedensten Bereiche und Größenordnungen ab. Durch die multifunktionalen Einsatzmöglichkeiten kommt man mit der Familie bei allen Veranstaltungen sehr weit. Der P9 verfügt über eine CMY-Einheit, Frost, Prisma, Gobo und eben das neue Multicolor Gobo. In Kombination mit der CMY-Engine sind da interessante Effekte möglich, die so bisher nicht wirklich möglich waren. JB verbinde ich auf jeden Fall mit Made in Germany. Made in Germany ist auf jeden Fall eine Mischung aus Nachhaltigkeit, aber bei JB wird eben auch garantiert, dass Ersatzteile auch für ältere Geräte lange erhältlich sind.